Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe heute zwei Gäste, die schon mal da waren. Dagmar Neuponner hat mit euch, nämlich mit Matthias Pouquet und Dr. Thomas Hoffmann, schon mal eine Sendung gemacht, sehr interessant, über das Steuerrecht und wie viel da eigentlich gar keine Rechtsgrundlage hat. Und wir wollen heute noch ein bisschen, weil ihr auch da kurz angedeutet habt, dass man über Gemeindenreorganisation sozusagen auch eine Lösung hätte. Da wollen wir ein bisschen intensiver drauf reingehen, weil das könnte jeder Zuschauer jetzt auch überlegen, inwieweit könnte man in seinem Bereich da jetzt von klein auf sozusagen auch wieder das neu aufbauen. Weil wir haben ja in der Sendung gesehen, einmal die Steuern sind nicht dazu da, dass Straßen gebaut werden und Kindertagesstätten oder was auch immer, sondern dass der größte Teil, wie habt ihr es gesagt, geht wirklich an die Banken. Wird nur an, also sind das reine Zinsen? Also nee. Vielen Dank für die Einladung, Joe. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Matthias, ja. Es ist tatsächlich so, dass das Zins und Tilgung ist, was an die Banken fließt. 81,9% hat der Thomas anhand von Daten vom Statistischen Bundesamt und von der Deutschen Bank, glaube ich, so wunderbar ausgerechnet. Eine unvorstellbare Menge von dem, was hart an Steuergeld erarbeitet wurde von den Bürgern. Und das könnte alles in der Gemeinde und im Staat bleiben, im Gemeinwohl. Und so fließt es zu privaten Institutionen. Ja, und wir haben, ihr habt in der anderen Sendung sehr schön aufgezeigt und wir haben ja auch viele weitere Sendungen gemacht über die ganze Rechtslage, die aufzeigt, dass im Grunde alles auf, ja nicht auf Recht basiert und nicht auf Gesetz, obwohl, wenn ich mich mit dem Finanzamt streite und sage, ja, wir bewegen uns auf gesetzlicher Grundlage und dann sage ich, ja, was ist denn da und damit? Ja, wir sind der Ansicht, dass das schon rechtmäßig ist, aber sie kommen dann doch irgendwie ins Schleudern. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, aber für mich eigentlich wichtig, dass wir auch nicht hier sind als, wir wollen das System weghaben und wir wollen Anarchie und wir wollen gar nichts. Wir sind auch, ihr seid bereit, auch seinen Anteil zu zahlen. Früher war es der Zehnte. Ja. Das war dann eigentlich auch ausreichend für die öffentlichen Ausgaben und wäre vielleicht heute auch noch. Aber wie kann man das heilen? Ihr habt gesagt, die Gemeinden haben, warum Volksvertretung beginnt im Grunde nicht oben bei der Frau Merkel oder wer auch immer und beim Reichstag, sondern im Gegenteil, es fängt unten an. Richtig. Eigentlich wäre es vom auch im Grundgesetz und sogar im Vertrag von Lissabon, den ich nicht gut finde, diese sogenannte in Anführungsstrichen Verfassung von Europa, was ja keine ist und so weiter. Aber selbst da ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip aufgenommen, wonach eben die kleinste Einheit alles tun kann, was sie zu tun imstande ist. Eigentlich könnte eine Gemeinde, eigentlich ist die Gemeinde sowas wie ein Ministaat. Mhm. Ja? Und wenn eine Gemeinde sagt, wir machen das selber, wir lösen uns von der Landesregierung, von der Bundesregierung, von dem Staat XY, dann darf sie das. Nur ist es den Menschen nicht bewusst. Leider ist wahrscheinlich auch viel Desinteresse, es sollte jeder mal das Grundgesetz lesen. Es ist halt leider so, dass es im Bildungssystem auch nicht wirklich durchgearbeitet wird. Nicht mal bei den Juristen, die machen die ersten 20 Artikel und das war's. Deshalb wissen das wenig Menschen. Und eine Gemeinde könnte sich auf die Hinterbeine stellen. Und wie du schon sagst, es geht ja um die Gemeinschaft. Wir sind definitiv Vertreter von einer gemeinwohlorientierten Gemeinschaftsorganisation, weil miteinander geht es leichter, wie man so schön sagen in Bayern. Und das ist das Ziel, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und rechtlich ist eigentlich alles da. Artikel 23 und 28 im Grundgesetz, wo das Subsidiaritätsprinzip verankert ist. Und indirekt auch in Verfassungsgrundsätzen, im Strafgesetzbuch, wonach man sich von einer Regierung lösen kann. Und es betrifft die Volksvertretung. Und die Volksvertretung, stellen wir heute fest, sind die Bürgermeister, weil die frei, gleich, unmittelbar und geheim gewählt sind.
Das ist bei der Landesregierung und bei der Bundesregierung schon nicht der Fall. Also, habt ihr in einer anderen Sendung auch gesagt, dass da ein Teil über Listen gewählt wird, also das Wahlgesetz. Aber wir wollen nochmal aufzeigen, es wird ja oft gesagt, so Leute, die sich das System anzweifeln, die wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auflösen. Aber im Grunde ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung längst vom System selber aufgelöst worden, weil es hat mit Demokratie nicht mehr ganz viel zu tun. Freiheitlich kann man auch drüber nachdenken. Aber wir wollen ja im Grunde diese Rechtssicherheit, diese Demokratie im guten Sinne, nämlich dass die Menschen bestimmen, wie die Politik ist. Und wir haben ja heute das Gefühl, es wird eine Politik gemacht, die hat nichts mehr mit dem zu tun, was die Menschen wollen. Will gar keine Stichworte nennen, aber ich glaube, ganz viele Leute wissen, das, was da von oben bestimmt wird, da schüttelt man den Kopf und fragt sich, wo wird das hinführen? Wird unser Land noch wieder erkennbar sein in ein paar Jahren, wenn das so weitergeht? Thomas, jetzt frage ich so von der Gemeindeseite aus, wenn ich mir hier vorstelle, meine Gemeinde, in der ich lebe, da weiß der Bürgermeister wahrscheinlich da nichts von und ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich jetzt hier die Gemeinde dazu kriegen könnte, zu sagen, wir machen das geltend und machen uns sozusagen, lösen uns aus diesem System, was ja ein Firmenkonstrukt ist oder immer mehr unter Vertragsrecht funktioniert. Wie könnte man das denn machen, ohne dass man sagt, ich muss jetzt den Bürgermeister hier aus Worpswede, müsste ich jetzt ansprechen. Kann man anders Gemeinden reorganisieren als über den Weg, jetzt über Wahlen in der Gemeinde? Ja, also im Prinzip ist es natürlich in der Gemeinde eine Sache der Bewohner der Gemeinde, die ja ihren Gemeinderat und auch den Bürgermeister gewählt haben und wählen. Wenn der erste Schritt ist, auf alle Fälle die Mitbürger in der Gemeinde zu informieren, sich auszutauschen, zusammenzutun und dann vielleicht auch mal gemeinsam in eine Gemeinderatssitzung zu gehen und das vorzustellen, beziehungsweise dem Bürgermeister das vorzustellen. Wie du sagst, viele Bürgermeister, die wissen das gar nicht, was nicht heißt, dass sie von vornherein dem irgendwo ablehnend gegenüberstehen. Das wäre die Befürchtung, dass ich sage, das ist die Befürchtung, die sagen, natürlich, raus hier, das ist die Angst, die jeder hat, aber die Aufgabe der Bürgermeister und des Gemeinderates ist es, für das Wohl der Bürger der Gemeinde zu sorgen. Das ist die gesetzliche Verpflichtung. Und wenn wir Bürger jetzt das Gefühl haben, also tut mir leid, für unser Wohl wird hier nicht gesorgt, dann kann man sich dort einfach mal melden und sagen, also hier so und so, nach unserem Gefühl oder aufgrund dieser Tatsachen fördert ihr nicht unser Wohl. Wir haben hier einen anderen Vorschlag, guckt euch das mal an und so weiter und so fort. Es ist natürlich trotzdem nicht unwahrscheinlich, dass gerade der Bürgermeister sagt, ach, mir geht's gut, ne, und ich habe noch eine Amtszeit, dann habe ich ausgesorgt, warum soll ich mich da jetzt irgendwo anstrengen? Dann gibt es auch die Möglichkeit, selbstverständlich, direkt von der Basis aus den Gemeinderat zu zwingen. Man kann einen Bürgerentscheid veranlassen, indem die Bürger konkret abstimmen über die Frage, die man stellt, soll unsere Gemeinde zum Beispiel sich unabhängig machen von der Landes- und Bundesregierung? Und wenn die ausreichende Mehrheit der Bürger dafür stimmt, dann ist der Gemeinderat gezwungen, dem auch Folge zu leisten und die entsprechenden Schritte in die Wege zu leisten. Zu leiten. Ja, ne? Da wäre ja man, erstmal müsste man sich gut auskennen und in den Gemeinderat gehen und sagen, so, ich lasse mich mal reden, damit ich euch das, ich brauche mindestens, wie das System falsch aufgebaut ist und falsch im Moment läuft. Die Redezeit würde ich wahrscheinlich da gar nicht kriegen. Es gibt ja nun Gemeinden, wir hatten auch schon mal von der Gemeinde Neuhaus den Herrn Klammer da. Das heißt, das Thema ist hier nicht neu. Dann gibt es ja auch verschiedene andere Konstrukte, Königreich Deutschland und verschiedene Systeme, die sagen, sie lösen sich aus diesem Krankensystem raus, was einfach nicht mehr funktioniert und machen was Neues. Kann man denn eine Gemeinde vielleicht auch gründen, ohne dass man sagt, ich frage jetzt hier alle Bewohner in Worpswede, sondern ich fange mit ein paar Leuten an und bilde eine Gemeinde als kleinsten Teil und baue das dann aus und
das spricht sich dann vielleicht rum und dann schließen sich mehr an? Oder gibt es nur die Möglichkeit, wie wir gesagt haben, über die Gemeinde, die Bürger in der Gemeinde zusammenzukriegen? Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich problematisch, weil man bräuchte ja ein gewisses Territorium. Also, dass man eine neue Gemeinde gründet, dann bräuchte man irgendwo eine unabhängige Einheit mit einem Territorium, worüber man dann auch die Herrschaft ausübt mit den Leuten, die sich da versammeln, um dann eine Gemeinde zu gründen und sich für unabhängig zu erklären. Möglich ist das. Im Endeffekt wäre das so eine kleine Mini-Staatsgründung. Ne? Aber da hat man natürlich immer wieder den Konflikt mit dem aktuellen Territorialverwalter, sage ich mal. Da war ja gerade dieser Fall mit dem Adrian Ursache, der, ja. Ich weiß nicht, ob der hat ja im Grunde auch seinen eigenen Staat, ja. Ur ausgerufen. Ich habe das jetzt nicht richtig verfolgt, aber dann eben mit SEK-Einsatz dann weggekommen. Ich auch nicht wirklich. Aber ich denke, der einfachste Weg ist, die bestehenden Systemstrukturen zu nutzen, weil es ist eigentlich alles vorhanden, sogar wie gesagt im Grundgesetz und im Strafgesetzbuch, die Verfassungsgrundsätze. Und da kann sich eigentlich niemand dagegen wehren. Wichtig wäre nur, dass sich die Menschen zusammentun, dass die zusammenfinden und an einem Strang ziehen, zumindest einer mehr als die Hälfte. Sodass, und dann ist es nicht aufzuhalten. Dann kann sofort eine Gemeinde das durchsetzen, was sie durchsetzen möchte. Und dann sind auch in dem Moment die ganzen anderen Gestaltungsmöglichkeiten davon umfasst, weil wie gesagt, eine Gemeinde ist die kleinste hoheitliche Einheit, die kann alles tun. Also es ist eigentlich alles da. Ich sehe den Punkt viel mehr in dem Zusammenkommen der Menschen. Ja. Ja, wenn ich da noch ergänzen darf vielleicht. Mhm. Die bestehenden Gemeinden sind nach dem bestehenden BRD-System Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechtes. Die können nach den bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten Entscheidungen treffen und die müssen dann auch anerkannt werden. Wenn ich jetzt eine neue Gemeinde gründe, dann ist die Frage der Anerkennung durch die BRD-Strukturen natürlich auf sehr viel wackeligeren Beinen und wird in der Regel dann auch nicht so einfach oder gar nicht so richtig möglich sein. Deswegen eine bestehende Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts, wenn die sich jetzt anders entscheidet und sagt, wir machen von unseren verfassungsgrundsätzlichen Rechten Gebrauch und lösen uns von der Regierung, Landes- und Bundesregierung, dann kann da niemand was gegen sagen. Das Problem sehe ich eben da drin, wenn ich mir das vorstelle. Ich müsste jetzt hier so in den Gemeinderat gehen. Ich gehe da eh ungern hin. Unsere politischen Sachen sind eigentlich nicht mein Ding. Man müsste sich erstmal mit Paragraphen auseinandersetzen oder sie kennen und das irgendwie darlegen können. Dann müsste man eben auch sich möglicherweise da durchsetzen können, wenn die anderen alle sagen, Mensch, buh, weg mit dem, der will die freiheitlich-demokratische Grundordnung weghaben, obwohl das gar nicht stimmt. Es geht vielleicht, also da müsste jeder dann jetzt schauen für sich selber, ob er sich das zutraut. Und ich glaube, da hakt es, weil wir müssten ja irgendwo jetzt, mein Wunsch dieser Sendung zu machen, ist ja der, dass wir vielleicht den einen oder anderen Zuschauer anregen können, zu sagen, wir machen das in unserer Gemeinde und das wird dann immer mehr und irgendwann hat man so einen Flickenteppich und das spricht sich dann rum. Und dann sagt, Da sei vielleicht der Hinweis gegeben auf die Internetseite wirfüralle.org, ich glaube mit Minuszeichen dazwischen, wo die ganzen Schritte aufgezeigt sind, wie man das machen kann. Und da sind auch Beispielberechnungen mit dabei. Und beispielsweise letztes Jahr habe ich für eine größere Stadt als Oberbürgermeister kandidiert und habe ein Programm aufgestellt. Und zum Beispiel, wenn man die Möglichkeiten dann aufzeigt, wie man das neu gestalten kann und zum Beispiel 1,7 Milliarden Schulden im Handumdrehen durch die Einführung einer neuen Währung, ohne den Euro gleich komplett beiseite zu schieben, organisieren kann und dadurch eine Gemeinde praktisch innerhalb von ein paar Wochen komplett schuldenfrei machen kann und frei machen kann, eine eigene Krankenabsicherung, ein eigenes Bankensystem, man macht gemeindeeigene Unternehmen, eigene Tankstellen, kauft günstiger den Sprit als Übergangslösung und so weiter und so fort. Man also in Kürze den Gemeindehaushalt ins Plus rücken kann mit diesen ganzen Gestaltungsmöglichkeiten, die da sind. Mhm. Dann
kann man, glaube ich, viel leichter die Menschen für sich gewinnen, unabhängig von irgendeiner links- oder rechtsorientierten politischen Gesinnung, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um das Gemeinwohl, einzig und allein. Und dann haben wir auch diese blöde Links-Rechts-Kombination weg. Und mit Konzepten, wo man das tatsächlich vorrechnet, Anleitung, wie gesagt, gibt es auf dieser Internetseite wiefüralle.org, wo man zum Beispiel schaut, okay, wie ist der Gemeindehaushalt? Man lädt, so kann man bei jeder Gemeinde in der Regel runterladen, wie war der letztjährige Haushalt, wie ist der diesjährige Haushalt? Und dann rechnet man konkret am Gemeindebeispiel, wie kommen wir aus den Schulden raus, wie organisieren wir die Einnahmen neu und so weiter und so fort. Ganz konkret. Und schon mit konkreten Fakten, denke ich, kann man dann die Menschen gewinnen. Und es gibt tatsächlich schon einige Gemeinden, bei denen das nicht so fern und abstrakt aussieht, wo schon eine große Gruppierung in der Bevölkerung in diese Richtung denkt und arbeitet. Gemeinden, die sich energetisch zum Beispiel schon unabhängig gemacht haben oder in anderen Aspekten. Da fehlt eigentlich nur noch ein weiterer Schritt, um diesen Weg zu gehen. Und dann auch mit einem Beispiel und ein Vorbild für andere Gemeinden zu geben, wenn man dann das ein paar Monate macht und die anderen Gemeinden sehen, okay, die sind sofort schuldenfrei, ne? Und denen geht es viel besser, wie das in diesen jetzt schon teilweise autarken Gemeinden der Fall ist, dann wird das Schule machen. Man hat da die Befürchtung, und ihr habt die Dagmar hat es schon angesprochen, dass wenn man jetzt so eine Gemeinde hat, die sich aus dem System rauslöst, dann hat man jetzt da wieder, wenn man rein muss, dann erstmal Zoll oder was zu bezahlen oder so, ist ja Quatsch. Aber wie funktioniert das denn auch mit dem Geld, wenn die jetzt eine eigene Währung haben und es gibt den Euro, aber trotzdem? Mhm. Ist das denn machbar, dass man sowohl im in der kleinen Gemeinde sich rausgelöst hat aus dem System und trotzdem noch sozusagen auch den Euro nutzt und selbstverständlich. Selbstverständlich. Es ist sogar sehr einfach regelbar. Man lässt das Ganze parallel laufen. Man führt eine neue Währung ein und man kann beispielsweise auf Grundlage der Daten, die bekannt sind zu den Privatvermögen der Bundesbürger, kann man sehr leicht ausrechnen und in meinem Beispiel für diese Großstadt hatte ich ausgerechnet, dass die nur 13% ihres Sparvermögens in die neue Währung tauschen müssen. Dann wäre die Stadt über Nacht schuldenfrei gewesen. Die Euros überweist man zurück an die Geldgeber. Die Stadt ist schuldenfrei, muss schon mal keine, in dem Fall waren es 40 Millionen Euro in etwa, Zinszahlungen pro Jahr weg. Hm. Ja, gleichzeitig kann man gemeindeeigene Betriebe machen, wo man dann beispielsweise, man macht gemeindeeigene Tankstellen, dann ist da der Sprit billiger, dann kommen von außen die Leute, tanken für Euros, hat die Gemeinde Euros, kann damit wieder bezahlen, macht gleichzeitig gemeindeeigene Betriebe, Stadtgärtnerei, Stadtsägewerk, dann können die Leute zum Beispiel in der Gemeinde ihr Gemüse für die neue Währung kaufen und haben gleichzeitig aber noch ihren Job in Euro und so findet schrittweise, je mehr die Gemeinde dann Stellen bietet, wo für die neue Währung eigenproduzierte Waren erhalten werden können, wird langsam ein Übergang stattfinden vom Euro zur neuen Währung und gleichzeitig bietet man gute Produkte, die kann man für Außenstehende in Euro anbieten. Man wird dann auch günstiger sein, weil man keine Mehrwertsteuer verlangen muss und diesen ganzen Mist, sodass also die Leute aus dem Umland dann gerne dort den Blumenkohl kaufen in der Gemeinde XY, weil er da günstiger ist und besser schmeckt, weil er Bioqualität hat. Und so fließen in die Gemeinde die Euros rein, wahrscheinlich zu viel, dass die irgendwann sagen muss, wollen wir gar nicht, zahlt bitte in unserem Taler oder Mark oder wie auch immer. Und der Übergang ist viel leichter, als man sich das vorstellt. Ja, und ich möchte noch hinzufügen, diese Schuldenbefreiung der Gemeinde ist mit keinem Kaufkraftverlust auch nur von einem Menschen verbunden. Mhm. Wenn die Bürger in diesem Beispiel 15% ihres Barvermögens in die neue Währung umtauschen, dann geben die Euros ab, bekommen aber die neue Regionalwährung, mit der die Kaufkraft genauso gegeben ist innerhalb der Gemeinde. Da ist kein Verlust, auch für die Gemeinde als Ganzes. Also ich kann damit tanken, normal. Tanken beim Bäcker einkaufen, wie das in einigen Gemeinden in Süddeutschland schon der Fall ist, wo man innerhalb der Gemeinde eben mit diesem Regionaltaler oder wie man das nennen will, einkaufen kann. Tanken ist ja so ein Beispiel, wo 80 Cent allein pro Liter sind reine Steuern. Das heißt, selbst wenn das Rohöl noch billiger wird,
es könnte nicht, genau. Das Benzin so könnte nicht billiger werden als 90 Cent, weil 80% sind Steuern. Und, aber wenn man die wegnimmt, dann... Ja, und eine unabhängige Gemeinde ist ja eine eigene hoheitliche Einheit. Das heißt, die kann am Markt einkaufen, ist losgelöst von den Regularien der Bundesrepublik Deutschland, kauft ihren eigenen Sprit auf dem Markt und bietet den Liter dann für, was weiß ich, 70, 80, 90 Cent an. Dann hat man den, ich erlebte es, ich wohne an der Grenze zu Österreich, wir fahren seit Jahren nach Österreich zum Tanken, weil so über 20 Cent günstiger ist teilweise. Und genauso hätte dann diese Gemeinde Tanktourismus Unmengen an Euro, kann damit noch die Absicherung von Krankheitsfall für ihre Bürger finanzieren und so weiter und so fort. Hätte man übrigens auch gleich einen gemeindeeigenen Betrieb, eine Absicherung Krankheitsfall. Da gibt es ja schon in alternativen Systemen Rechenbeispiele, die nehmen um 20% weniger Beiträge und haben trotzdem Überschüsse und bauen damit das Gemeinwesen auf. All das liegt vor, plus dass die Leute gesünder werden, weil wirklich ein Interesse besteht an der Gesundheit. Und das ist also wunderbar darstellbar. Ein Punkt ist mir noch ganz, ganz wichtig, den ich in dem Zusammenhang noch erwähnen will. Und zwar müssen sich die Menschen eins vor Augen halten. Wenn sie nicht in eine neue Richtung denken, dann wird genau das jetzige Programm mit aller Gewalt und aller Stärke weiter vorangetrieben, nämlich dass immer mehr internationale Handelsverträge geschlossen werden, die jeden demokratischen Entscheidungsprozess in den Gemeinden aushebeln. Mhm. Ne? Ja. Da beschließt zum Beispiel die Gemeinde X, ja, wir machen jetzt die Wasserversorgung so und so. Dann klagt ein internationales Unternehmen, das diese Wasserversorgung kaufen möchte, wegen Wettbewerbsverzerrung. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja? Und schon sind alle demokratischen Entscheidungsprozesse ausgehebelt und das ist genau das, wo wir jetzt stehen. Das heißt, wenn wir so weitermachen, wir sind schon in einer Diktatur und dann fahren wir Vollgas weiter noch tiefer da rein und die Bürger verlieren komplett ihr Mitspracherecht. Es ist also jetzt sozusagen höchste Eisenbahn und ich denke, die Menschen spüren es ja immer mehr. Es geht in eine völlig falsche Richtung in vielen Bereichen in der Politik. Sie fühlen sich nicht mehr verstanden, sogar ja eben auch noch verhöhnt von den eigenen Politikern, die das Volk dann als Pack bezeichnen oder was auch immer. So, ja. Da wird ja langsam auch Wut und große Sorge auch deutlich bei den Menschen, weil sie sich fragen, wo führt das alles hin und sie haben aber keine Lösungsmöglichkeiten. Also man merkt auch, wenn man wählt, normal, eigentlich ändert es nichts. Man kann noch so eine kleine Partei wählen, es wird trotzdem nachher eine Koalition gebildet, aus denen die politisch korrekt sozusagen das System weiterführen und die können sich sozial oder sonst was nennen, sie sind so unsozial wie sonst was. Es wäre also dringlich nötig und es ist, wie gesagt, ich mache diese Sendung mit euch jetzt genau, wir haben Gemeindeneugründungen schon mal in der Sendung gehabt, aber es passiert leider noch zu wenig, aber ich kenne mich selber und sehe eben meine Unfähigkeit oder ich traue es mir nicht zu sagen, ich würde jetzt in den Gemeinderat gehen und versuchen, sowas anzustoßen. Wie kann man da den Knoten zum Platzen bringen? Was gäbe es für Hilfen? Gibt es Leute, trotzdem tun? Selbst nichts. Man weiß oft nicht, inwieweit sich viele andere vielleicht auch schon mit ähnlichen Themen beschäftigt haben oder denen Ähnliches im Kopf rumgeht. In dem Moment, wo man sich aus Angst nicht traut, die anzusprechen, kann nie eine Vernetzung und eine Resonanz stattfinden. Also das Thema anzusprechen ist auf jeden Fall sinnvoll. Und es ist auch wichtig für jeden und für jede Gemeinde, sich nochmal klarzumachen, dass man nicht unbedingt alles dann aus eigener Kraft unbedingt machen und leisten muss. Es können sich auch verschiedene Gemeinden hier zusammentun, was jetzt gerade in der Währungsfrage natürlich sinnvoll ist, wenn zwei Gemeinden die gleiche Währung einführen und sich somit austauschen können. Es gibt auch bereits bestehende Systemstrukturen, die mit übernommen werden können von einer interessierten Gemeinde. Zum Beispiel im Königreich Deutschland gibt es, was Währung, gesundheitliche Absicherung, Altersabsicherung und so weiter angeht, sind die Strukturen bereits seit Jahren völlig fertig im Einsatz. Könnte man das denn übernehmen, ohne dass man sagt, wir sind jetzt Teil des Königreich Deutschland, wir wollen eine
freie, unabhängige Gemeinde sein? Oder muss man dann sagen, ja, der König, der wohnt halt in Wittenberg? Nein, das ist nach der Verfassung des Königreichs Deutschland, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ist das so möglich. Jede Gemeinde im Königreich Deutschland gehört zwar zum Königreich Deutschland, hat aber absolute Autonomierechte, kann sagen, ich bekenne mich zur Verfassung, aber ich als Gemeinde oder wir als Gemeinde beschließen, völlig autonom zu sein, keiner weiteren Ratsstruktur des Königreiches anzugehören, unser Ding zu machen. Das ist in der Verfassung des Königreichs auf alle Fälle so vorgesehen und durchaus auch gewollt, je nach Grad der Autonomie und des Unabhängigkeitsbewusstseins der Bevölkerung. Und das Schöne ist ja, das System hat genau das Gleiche. Das heißt ja, ihr habt gesagt, die Gemeinden haben die Möglichkeit, für sich zu bestimmen. Ja. Das heißt, auch die da oben aus Berlin oder aus Brüssel oder sonst wo, die können sich zwar ärgern, aber die Gesetze sind da, dass die Gemeinde sagen kann, wir lösen uns aus diesem System. Ganz genau. Mhm. Wir müssen diese Gesetze nur anwenden und dann sind wir völlig im Einklang. Es geht nicht um eine Revolution, auf die es irgendwann hinauslaufen wird, wenn es immer enger wird, sondern es geht um eine Evolution der bestehenden Strukturen in eine bessere, bürgernähere Richtung für das Gemeinwohl, für das Wohl der Bürger. So wie es in den Gesetzen auch die Verpflichtung ist. Ihr habt ja gesagt, und das ist ja auch richtig, dass die Vernetzung jetzt wichtig wäre. Das heißt, zu gucken, vielleicht gibt es ja schon Gemeinden in der Nähe oder Leute, die sich damit befasst haben. Nur, wie findet die Vernetzung statt? Ihr habt diese Seite genannt, wir für alle.org. Ist da auch so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich trage mich da mal ein, dass ich eventuell Interesse hätte in der Gemeinde Worpswede, aber ich kenne mich nicht aus, würde vielleicht jemand herkommen aus einer anderen Gemeinde. Kann man sich da eintragen und sagen, oh, dann sieht man, ach, da ist schon, guck mal, da ist ja auch schon jemand und das ist ja gleich nebenan, mit dem könnte ich mich auch. Und die Träger dieser Seite stehen dann auch mit ganz konkreter Hilfe, Information, Unterstützung zur Verfügung, um jetzt gerade die Fragen, die du angesprochen hast, um Gottes Willen, ja, wie soll ich da vor dem Gemeinderat Rede und Antwort stehen? Ich kenne die Gesetzeslage viel zu wenig. Ja. Dann kann man dort jemand einladen, der die Gesetzeslage kennt und der dann auch maßgeschneidert auf die Zahlen der Gemeinde bereits Lösungsvorschläge vorlegen kann. Mhm. Und es gibt keine Gemeinde in Deutschland, die nicht jubilieren würde, wenn man ihr einen Plan vorlegen könnte, mit dem sie die Schulden loskriegt. Denn das knebelt jede Gemeinde so weit, dass viele Bürgermeister schon gar keine Lust mehr haben, beziehungsweise nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Also man könnte da im Grunde ansetzen, gerade die hochverschuldeten Gemeinden, wo man merkt, ist der Bürgermeister und die ganze Gemeinde, die sind alle eigentlich frustriert, weil sie auch nicht mehr wissen, wie sie es noch lösen können. Wenn man denen sozusagen so eine Lösung anbieten würde und sagt mal, hört mal zu, ich bitte mal um ein kurzes Gespräch mit dem Bürgermeister oder im Gemeinderat. Ich will das einfach mal vorstellen, bitte mal um eine Viertelstunde, um das oder wie auch immer. Ja. Das heißt, es wäre gar nicht so, dass man Angst haben muss, dass sie sagen, Mensch, bloß weg mit dem, also wir wollen nichts Neues und Unbekannte. Nein, das ist eine Hilfe für die Gemeinde, es ist eine Unterstützung der Gemeinde ohne Verlust, ohne Kaufkraftverlust eines einzigen Bürgers. Und es gibt eben Leute, die würden einem auch helfen, die würden sagen, also ihr wollt jetzt da in eurem Ort das mal am Gemeinderat vortragen, ich komme mal vorbei und stell das mal da. Wir hatten jetzt zum Beispiel Anfang 2016 war eine Kommunalwahl in einer Gemeinde und da hat sich ein Bürgermeisterkandidat an uns gewandt und hat um Unterstützung gebeten und die haben wir vollkommen ehrenamtlich geleistet. Der hat eben auch gesagt, Königreich Deutschland, da würden viele anstoßen. Ich finde es zwar gut, aber da würden viele noch nicht dahinter steigen. Das ist einfach, weil durch die Namensgebung sind viele abgeschreckt und lesen dann gar nicht die Verfassung. Und wenn sie das tun würden, würden sie eigentlich erkennen, dass dort ein so hohes Maß an Freiheit der Gemeinden besteht, genau das, was der Thomas beschrieben hat, zur völligen kommunalen Autonomie, dass eben durch die Namensgebung viele abgeschreckt sind und dann nicht weitermachen. Und dieser Bürgermeister, der hatte die gelesen und fand es gut, hat gesagt, kann ich aber nicht machen, das geben mir die Leute nicht mit. Und dann haben wir gesagt, du, kein Problem, wir unterstützen dich trotzdem. Einfach so, weil der hätte die Konzepte übernommen und dann wären wir genau da gewesen. Der hätte halt dann genau den Paragraph 92
Absatz 1 Nummer 4 ist es, glaube ich, von den Verfassungsgrundsätzen, wo es heißt, Paragraph 92 Nummer 4, im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungsgrundsätze die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung. Volksvertretung ist der grundgesetzgemäß gewählte Bürgermeister, frei, geheim, gleich und unmittelbar. Und der kann dann eben sagen, wenn das so zum Beispiel in seinem Wahlprogramm war und er wird gewählt, dann macht er nochmal einen Volksentscheid und sagt, okay, Bundesrepublik Deutschland, tschüss. Ja, dann muss diese Gemeinde halt ihre eigene Verfassung machen. Und da unterstützen wir dann auch. Also wenn eine Gemeinde das komplett neu anfangen will, kann sie das gerne tun und wir unterstützen das nach besten Kräften. Wir sagen halt immer dazu, Königreich Deutschland hat schon alles ausgearbeitet, sollte man vielleicht mal durchlesen, ist hervorragend, wäre eine Möglichkeit. Aber natürlich ist es nur ein Angebot. Die Strukturen können aber auch einfach kopiert werden. Ja. Genau. Die müssen nicht übernommen werden, man kann sich an den bestehenden Erfahrungen orientieren und das auf analoge Weise, aber unabhängig selbst aufbauen. Du hast eben nochmal ganz was Richtiges gesagt, Volksvertreter denken wir ja immer, ja, das sind die Leute in Berlin, die da im Reichstag sitzen, aber es ist ganz anders. Also Volksvertreter sind die Bürgermeister, weil die eben wirklich grundgesetzgemäß gewählt sind. Und wir haben ja auch, glaube ich, irgendwo mal gesagt, Demokratie funktioniert eigentlich nur im relativ Kleinen, wo man im Ort sich kennt. Da kennt man den, der sich da jetzt aufstellt und sagt, ach, der ist eigentlich ganz in Ordnung, den kenne ich, der schlägt auch nicht über die Stränge. Und der andere, oh, den lieber nicht wählen, der säuft oder sowas. Ne? Da kennt man die Leute und da kann man dann auch sagen, okay, da bin ich mit einverstanden, aber was weiß ich über Frau Merkel oder über Leute, die einen Doktor Titel haben, den sie gar nicht oder Abitur nicht gemacht haben, aber angeblich Justiziarin sind oder sonst was. Ne? Das heißt, die Leute kennen wir nicht mehr, aber die Volksvertreter sind eigentlich wirklich die in der Gemeinde. Genau. Das heißt, wir könnten das System neu aufbauen von unten auf. Richtig. Und das, was uns von oben aufgestülpt versucht wird oder was ja gemacht wird und was immer enger wird, also ein Korsett aufgestülpt wird und es die ganzen Anzeichen gehen ja in Richtung, und ihr habt eben gesagt, es könnte eben Revolution oder Bürgerkrieg geben. Ich meine, das muss man ja befürchten, wenn es so weitergeht, dass es dann irgendwann bürgerkriegsähnliche Zustände geben wird und einige wollen das vielleicht, sehnen das herbei. Richtig. Man kann es vielleicht vermeiden, indem man jetzt doch diesen Weg geht. Und deswegen dieser Appell an den einen oder anderen Zuschauer, der vielleicht sagt, Mensch, ich müsste zwar vielleicht über meinen Schatten springen, aber ich bekäme ja Hilfe. Also ich traue es mir selber nicht zu, aber ich würde sagen, wir fahren in die Gemeinde, laden jemanden ein. Genau. Wir haben Leute, die das beherrschen. Und nochmal ganz deutlich an der Stelle, wenn sich eine Gemeinde für unabhängig erklärt, dann sind CETA, TTIP und TISA und Europäische Stabilitätsmechanismus und Vertrag von Lissabon, tschüss, weg, erledigt. Mhm. Aber wenn wir es nicht machen, dann könnte eben, wie du gesagt hast, irgendein Wasserwerk auf einmal, könnte ein internationaler Anbieter sagen, Wettbewerbsverzerrung, wir übernehmen das. Genau, hat man ja auf höherer Ebene gesehen, wie hier die Bundesregierung dann wieder den Ausstieg vom Ausstieg in Sachen Atomenergie beschlossen hat und dann gleich der schwedische Konzern Vattenfall die Bundesrepublik auf, ich glaube, 3,6 Milliarden oder sowas verklagt hat und dann gleich mal, was weiß ich, 1,5 Millionen Anwaltskosten draufgingen für eine New Yorker Anwaltskanzlei oder so ein Quatsch. Mhm. Ja? Steuergelder. Ja, ja, ja. Und so ein Mist muss einfach vermieden werden in Zukunft. Ich denke, wir, also die Bewusst-TV-Zuschauer, die wissen, dass das System eben durch und durch krank ist. Und wir suchen immer nach Lösungen. Hm. Und das wäre eben eine Lösung. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen diese Sendung nochmal machen über die Reorganisation der Gemeinden. Und da ist jeder im Grunde aufgerufen, zu gucken bei sich vor Ort, je mehr das machen. Und jetzt mal sagen, ich fühle mich zwar selber da nicht fit für, aber ich lade vielleicht jemanden ein, der im Gemeinderat mal einen Vortrag hält und dann mal gucken, wie die Stimmung ist. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass die sagen, Mensch, das ist ja toll, das wäre ja genau, da könnten wir ja unsere ganzen Probleme mit lösen oder einen großen Teil. Mhm. Und wir könnten eben Probleme des ganzen Systems
vielleicht lösen, indem wir so anfangen. Deswegen hier der Appell, liebe Zuschauer. Auch für mich, wie gesagt, das ist ein Thema, wo ich sage, das ist eigentlich nicht, möchte ich eigentlich gar nicht und lass das mal andere machen. Mhm. Aber der eine oder andere fühlt sich vielleicht berufen und wie gesagt, es gibt Hilfe und man kann sich auf wir-für-alle.org genau, noch weiter schlau machen und auch vernetzen und ich hoffe, dass sich da wirklich was tut und wir das System verändern können. Und das Buch, wie gesagt, das ihr zusammen herausgegeben habt, Steuerrecht ungültig, ist auch nochmal zu empfehlen, weil es da nochmal auch deutlich wird, was mit Steuern an Schindluder betrieben wird, dass das meiste eben nicht wirklich uns zugutekommt, sondern sonst wohin fließt und die gesetzlichen Grundlagen alle nicht mehr da sind und es muss da etwas passieren. Also vielen Dank, dass ihr euch da engagiert und irgendwann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Einladung.